Hallo zusammen, ich hoffe, es geht euch allen gut da draußen. Ich wünsche euch allen gemeinsam ein fröhliches Burnout. Und ja, ich weiß, wovon ich spreche. Der Moment, wo man wirklich am Nullpunkt ist, wo man keine Kraft mehr für gar nichts hat, wo alles unwichtig und sinnlos scheint. Eigentlich kein schönes Erlebnis, aber es erscheint mir die einzige Chance, die viele Menschen haben, um irgendwo dann doch mal anzufangen, über ihr Leben und ihren Lebenswandel nachzudenken. Inwieweit es sinnvoll ist, seine Lebenszeit in dieses oder jenes zu investieren. Oder ob das Leben nicht zu schade dafür ist. Und warum wünsche ich so etwas? Irgendwas muss sich ändern in der Welt. Oder sollte sich meines Erachtens ändern in der Welt. Besser wäre das mal. Aber anscheinend tun die meisten Individuen gerne von irgendwem sich was sagen lassen oder warten, dass irgendjemand kommt, der sie führt. Aber bei sich selbst vor der eigenen Haustüre anzufangen und wirklich komplett zu überlegen, hey, will ich den Job wirklich noch machen? Macht es Sinn, mich so kaputt zu machen? Soll ich mir jetzt Antidepressiva einwerfen, dass es weitergeht? Wer sowas macht, sorry Leute, setzt die Dinger ab. Dann kracht lieber mal richtig. Weil sowas wird kommen. Es ist in der Vergangenheit immer wieder passiert durch Kriege. Da steuern wir auch wieder drauf hinzu. Wenn wir jetzt nicht anfangen, irgendwie was zu ändern, dann wird man diese Erfahrung halt durch einen Krieg machen, wo es um reine Existenzangst geht, reine Überlebensinstinkte. Und dann kommt wieder jemand und erzählt euch, was richtig oder falsch ist. Das wäre die andere Variante. Oder wir warten einfach noch länger und die ökologischen Katastrophen, die wir selbst verursachen, holen uns dann immer mehr ein und fangen an, die Menschheit richtig platt zu machen. Dann kommen wir auch in dieses Gefühl, dieser Punkt, wo man keinen seiner Wahrnehmung, keinen seiner Gedanken mehr traut und anfängt, alles zu hinterfragen und zu sagen, was mache ich und was mache ich nicht, was lasse ich mit mir machen, was lasse ich nicht mit mir machen. Dann geht man entweder komplett krachen oder man schöpft Hoffnung. Und findet sich selbst, seine eigene Stärke und fängt endlich an, die Sachen umzusetzen, die man wirklich im Leben machen will. Und lässt sich davon nicht mehr abbringen, nicht mehr von oberflächlichem Geschwafel, nicht mehr von Ablenkungen in den Medien, nicht durch Fußball, nicht durch... Man befreit sich aus dem Alltagstrott, weil man merkt, dass andere Lebensmomente viel, 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 viel wertvoller sind. Und dann könnte sich das Ganze hier mal wieder so einrenken, dass die Menschheit überlebt. Und der sanfteste Weg, das zu tun, ist noch, dass jeder jetzt auch schnellstmöglich ein schönes Burnout kriegt. Ist angenehmer als ein Krieg oder der Ökozid, der uns erwartet, wenn wir nicht weitermachen. Denkt mal drüber nach. Bye.